Anleitung machen wir mal. Lassen Sie die Vorwärtstaste los, während Sie driften. Okay. Ah ja. Vorwärts ist W. Mit der Pfeiltaste passiert... Doch, jetzt passiert auch mit der Pfeiltaste was. So. Wow, das war Drifting. Oh, das Driftgeräusch. Tiu, tiu, tiu. Yeah. Boah. Diese Driftgeräusche. Wow, das ist... Moment, die Vorwärtstaste loslassen, während ich drifte, ne? Dann endet das aber so. Boah! Alter! Das war eher nicht gechillt gerade. Wow. Und da kommen wir in die Zielgerade. Wow. So, und jetzt habe ich schwimmende Party freigeschaltet. Mal schauen, was schwimmende Party ist. Oh toll, genau dieselbe Musik. Ich hatte gehofft, jetzt kommt was. Das ist richtig. Eigentlich, genau, es fühlt sich eigentlich nicht nach. Das ist ein bisschen schade. Es fühlt sich gar nicht so nach Driften an, sondern wirklich einfach nur nach Aquaplaning. Das fühlt sich nicht richtig an. Sound. Ich meine, Vaporwave soll eigentlich entspannend sein und auf einmal so. Richtig Turbo-Spammer, ja. Diese wunderschönen Palmen in ihren Neonfarben. Wo ist eigentlich Neon-Colored, wenn man ihn heute Abend mal braucht? Schaut nur, dort oben, dort fliegt ein Flugzeug. Ich sehe eindeutig einen hell erleuchteten Kondensstreifen. Ich bin mir ziemlich sicher, dieses Flugzeug, das fliegt gerade in den Urlaub nach Holiday Island. Und das ist es doch, was wir alle lieben. Jetzt eine Reise nach Holiday Island, das wäre schön. Aber auch hier, im heiligen Vaporwave-Land, ist es doch wirklich wunderschön. Der Sample mit der Loop ist einfach viel zu kurz. Ja, stimmt, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich glaube, Vaporwave besteht auch nur aus Samples, oder? Oder gibt es da tatsächlich irgendwelche Originaltracks? Das besteht ja eigentlich nur aus gesampelten Inhalten von irgendwelchen Videospielen oder... Oder gibt es da wirklich Originalmelodien? Vielleicht kennt sich da jemand besser aus. Ich habe mich mit der Thematik tatsächlich ein bisschen auseinandergesetzt so in den letzten Wochen, Monaten. Weil das für mich irgendwie so ein bisschen in Richtung Nightcore geht, nur umgekehrt. In Nightcore hast du das alles verschnellert und hochgepitcht. Und hier hast du es verlangsamt und tief gepitcht. Bei Vaporwave irgendwie. Was total interessant ist.
Aber halt mit diesem typischen 80er-Jahres-Sound dann. 80er, 90er. Ich könnte von Powerflash eigentlich noch eine Vaporwave-Version machen, genau. Ich habe ja von Powerflash, vom Powerflash-Sound habe ich ja die normale Version und dann die Nightcore-Version und jetzt könnte ich noch eine Vaporwave-Version von Powerflash machen. Das wäre doch super. So, gleich kommt wieder... Ups, und Powerflash kommt gleich wieder, also nicht erschrecken. Und zwar genau jetzt. Oh. Das ist jetzt schon ein bisschen gepitcht. Glaube ich, das ist so die richtige. Das ist so die richtige Geschwindigkeit. Das ist so die richtige Geschwindigkeit, die wir brauchen. So, jetzt brauche ich aber noch irgendwelche Effekte. Yeah! So, und jetzt machen wir Nachtstadt. Ja, so spielen wir jetzt Nachtstadt. Das klang richtig wie ein Roboter gerade. Das ist der viel bessere. Also, das ist doch viel, viel besser als die Musik, die wir vorher hatten, oder? Ich find's wundervoll. Aber warte, ich sehe den Chat nicht mehr. So, hier. Ich muss ja euer Feedback im Auge behalten. Ist das beides schrecklich? Nein, sag doch nicht so. Jetzt wird's doch gleich erst richtig gut. Oh,
Ich will nur noch das Level hier abschließen. Klingt, als wäre er kastriert worden. Dabei ist das schon tiefer, ne? Da ist schon tiefere Stimme. Aber das ist keine Albträume. Tut mir leid, da darfst du nicht hier in den Stream gehen. Oh Gott! Richtig gut. Ja, das passt. Das passt. Scheiße, ich kann gerade nicht mehr steuern, was ist da los? Am meisten mag ich es ja, wirklich damit ein bisschen mit Franz Lang zu spielen, tatsächlich. Und voll Lebenslust. Ja, guckt mal, schon läuft das viel besser, oder? Thank you.
jetzt noch ein gescheites Musikprogramm und der Erfolg mit Franz Lang Vaporwave-Videos ist mir gewiss. Der Pilot Wings? Warte mal, das könnten wir mal probieren. Wollen wir es mal mit Birdman probieren? Das ist doch mal eine Idee. Oh ja, das ist gut. Ich mach's mal für euch ein bisschen lauter. Ja, ist es jetzt wieder leise? Egal. Noch ein bisschen Effekt reinhauen. Was anderes habe ich halt nicht, deswegen ist es. Gar nicht schlecht, das eignet sich wirklich ganz gut dafür. Ja, das war aus. Oh ja, das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist richtig gut. Das ist perfekt. Das geht wirklich in die Richtung, wie ich mir Vaporwave vorstelle. Zumindest so der Anfang. Der Anfang dann. Das ist gut. Vielleicht müsste man es noch ein kleines bisschen langsamer machen. Ja. Ja, so. Hey, zurück ins Spiel tappen, bitte. Jetzt. Ich habe auch noch so einen schönen Magenta-Ton irgendwie gegeben. Ja, das passt nicht so ganz. Obwohl es eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich werde es noch mal kurz ein bisschen anpassen. Vielleicht eher so. Oder so. Ja, so passt das eher. So passt das eher. So packe ich mir hier so in die Mitte. Ah. Dass da richtig die Vibes aufkommen, oder? So, und dann gucken wir mal. Können wir noch ein bisschen abspacken? Nur ein paar Minuten noch und dann. Hat Streets of Rage eigentlich nicht irgendwie der vierte Teil? Das ist so ein bisschen mit Synthesizer und so. Ich glaube, ich auch. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Das geht ziemlich gut in die Richtung. Ich bräuchte natürlich noch irgendwie mehr.
Ich bräuchte irgendwie noch so ein bisschen. Das war gut. Ich glaube, das war richtig gut. Da bin ich was auf der Spur. Das geht total in die Richtung. Wenn ich so irgendwie einen guten Effekt drüber packen könnte. Ich habe halt nur dieses. Was habe ich denn sonst noch? DuckTales Remastered. Lilly, wir machen auch gleich Schluss, aber ich wollte das einfach nochmal ausprobieren. Ah, das geht ganz gut. Das geht echt ganz gut. Das Moose-Theme ist unfassbar gut. Ja. Das ist halt das aus dem Remastered. Hätte noch anzubieten das Character Creation Theme aus Dragon Ball Xenoverse 2. Das könnte eventuell auch gut sein. Ein bisschen. Geht auch ganz gut. Das geht auch gut. Na nee, gut. Ich wollte damit einfach mal ein bisschen rumexperimentieren.